Am 27. November ist Alma Mater, das neue Album des Papstes, erschienen. Cut.ch hat Wolfgang Sieber, den soeben mit dem Luzerner Kulturpreis ausgezeichneten Stiftsorganisten der Luzerner Hofkirche, besucht. Wir haben ihn zu seinen Eindrücken des neuen Albums Benedikt des 16. und die Bedeutung der Kirchenmusik in der heutigen Zeit befragt. Regina Celi, Laudate, Alleluia. Quia quae meruis portare, Alleluia. Resurrexit, sic ut dixit, Alleluia. Wir haben ein Stück Regina Celi gehört. Der Leiter des Vatikanischen Chors, Pablo Colino, findet, der Papst ist ein musikalischer Papst. Was finden Sie jetzt von dieser Aufnahme? Selbstverständlich hat er die Routine von einem Sänger und von einem Gregorianik-Kenner sofort gezeigt. Für mich hat es zuerst heimelig getönt, das heisst, ich habe mich erinnert an benediktinische Gesänge, die ich kenne, von den Messen und von den Vesperen her. Aufs zweite Hören ist für mich die Problematik von der Klangästhetik zum Ausdruck gekommen. Ich habe festgestellt, dass da ein Audiokiosk vorhanden ist mit Klang und mit Instrument. Einfach so, dass dann ein entsprechendes Produkt auch möglichst selig durch den Äther geht. Man unterscheidet ja zwischen Kirchenmusik, mit dem sind Kompositionen gemeint, die während einer Messe aufgeführt werden, und geistlicher Musik, wie zum Beispiel das Requiem von Mozart. Wie sind jetzt diese Stücke auf dem Album Alma Mater einzuordnen? Ich würde für mich das in New Age Musik einordnen. Oder weitergefasst würde ich dem sagen, dass es Filmmusik. Es gibt in ganz vielen Filmen geistliche Szenen, wo diese Art von Musik natürlich sofort auch präsentiert wird. Also Kirchenmusik mit einem aktuellen Bezug von Live und Mitgliedschaft von Singenden, das habe ich da nicht gespürt. Sie sind Stiftsorganist von der Luzerner Hofkirche und spielen Konzerte in aller Welt. Denken Sie, das Album wertet jetzt Kirchenmusik auf? Es gibt die freche Aussage, jetzt ist wieder eine CD dorthin gekommen. Doppelpunkt, warum? Ich müsste sie dort einordnen, weil das ein Instrument ist, wo ich nicht das Gefühl habe, dass Kirchenmusik wachsen kann, dass Neues entsteht, dass Kirchenmusik auch erziehen oder herführen kann. Aber sie kann selbstverständlich unterhalten und wird in einer weichen und auch in einer tröstenden Art präsentiert, so dass der eine oder die andere, der einsam daheim hört, ganz sicher wird etwas davon haben. Wenn jetzt nicht diese Musik oder wenn jetzt nicht Musik von diesem Album, welche Musik müsse denn Ihrer Meinung nach gespielt werden in der Kirche, um wieder mehr Leute anzulocken? Die Musik, die dieselben Leute verstehen, die in der Kirche sind. Wenn ich Musik mache, zusammen mit einer Guckermusik, dann sind dieselben Leute in der Kirche, die die Guckermusik verstehen und vor allem auch einen freundschaftlichen Bezug haben zu denen, die spielen. Also die Einheit vom Ausführenden zum Anwesenden muss spürbar sein. Und dann, meine ich, können wir etwas wachsen lassen. Wie arbeiten Sie konkret daran, Kirchenmusik an einen grösseren Kreis von Menschen näher zu bringen? Ich lerne verschiedene Leute kennen, vor allem im jugendlichen Bereich, und stelle fest, dass es Jugendliche gibt, die Rap wie Funk, wie Johann Sebastian Bach auch gern singen und sich dort auch verstanden fühlen. Wenn ich jetzt gerade das Regina Celi vom Papst vergleichen mit dem Experiment, das ich im Jahr 2010 zum dritten Mal mache, wäre das der Gregor Funk. Original gregorianische Melodien werden gesungen und eine Funkband
tut die entsprechend unterlegen mit ihrer Musik. Das Gemeinsame von Funk, übrigens auch von Jazz und Gregorianik, ist, dass die modalen, also die alten Kehlentonarten vom Mittelalter verwendet werden. Eines der Paradestücke, das in diesem Raum mit dem Instrument grandios klingt, ist Toccata aus der 5. Symphonie von Charles-Marie Widor. Und das ist ein Stück, das so kompakt herkommt, dass das für mich immer wieder ein Highlight ist.